Oh, scheiße, lieber raus. Oh mein Gott! Willkommen, meine Minion! Gestern in der Folge GTA Online zusammen mit Kev. Hallo! Hallo, ihr Lieben! Seid herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Wir haben uns heute etwas Schönes überlegt. Und zwar habe ich ein paar Challenges rausgesucht, weil der Dena die Katie weggebracht hat. Und zusammen Dena, mit Simon, selbstverständlich. Zusammen mit Simon, selbstverständlich. Ja, Katie natürlich. Ist heute zurück nach Frankfurt gefahren und für ein ganzes YouTube-Haus hat sie geschlossen zum Bahnhof begleitet, Spalier gestanden, ihre Taschen getragen. Wir sind mit dem Longboard eingefahren. Simon hat einen Koffer so hinterm Longboard hergezogen, also richtig gefahren so und richtig schnell am Longboard hinterher. Ich hatte ihre Tasche, also ihre echt schwere Tasche da. Bin die ganze Zeit fast vom Board gefallen, aber nein. Ich habe überlebt, es war Leben am Limit. Und jetzt bin ich froh, wieder bei dir zu sein und mit dir aufnehmen können zu Kev, weil das war hart. Wir haben uns was Schönes ausgedacht, beziehungsweise ich habe was Schönes rausgesucht, auch ein Zuschauervorschlag. War nicht ganz so, wie wir den jetzt machen, aber schon vom Konzept her so, deswegen bin ich auch dankbar für solche Vorschläge. Und zwar soll es ein Cargo-Bob-Heli, das sind ja diese hier, Auto-Weitwurf-Contest sein. Und das heißt, wir werden uns hier Autos schnappen und, Dena, ich würde sagen... Ja, wir haben noch nie Tennis gespielt. Sollen wir irgendwann mal Tennis spielen? Das können die mal in die Kommentare schreiben. Habe ich auch noch niemals gemacht. Können wir auch mal machen. Okay. Auf jeden Fall siehst du hier diese Passage da. Ja? Also da, wo der Fußgängerbereich hier unten ist. Warte. Also das hier, wo ich jetzt drüber fliege. Ja, ja. Und das hier ist die Linie. Bis hier muss man abgeworfen haben. Weißt du? Also so ungefähr bis hier muss man ab. Und es zählt, welches Auto weiter in den Sand weiter reingeworfen wurde. Ach, bis hier muss man abgeworfen haben. Genau, das heißt... In welche Richtung? In die Richtung des Strandes. Also Richtung Tennisplatz. Genau. Hä? Wirft man nicht weiter? Weiß ich nicht. Wir können ja notfalls dann auch anders machen, aber ich dachte, man wirft nicht weiter. Okay. Oder wirft man weiter, weißt du das? Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Jeder darf eine Probe nehmen, okay? Dann machen wir jetzt einen Probewurf erstmal. Ja, ich nehme den hier. Der fährt danach auch wieder weg, glaube ich. So. Hallo, er will... Ich streiche schon dieses Auto und dann... Bleib bei mir, ich bin dein bester Freund. Die Frage ist, man darf auch nicht zu hoch sein, ne? Ich bin dein bester... Oh, der hat Angst vor mir. Der hat Angst vor mir. Doch. Oh, ich hatte ihn eigentlich. Nein, du kriegst ihn nicht. Doch. Bleib doch bei mir. Oh, verdammt. Nein. Oh, Mann. Den will ich jetzt Dena, haben. Was auch gerade Geiles einfällt. Was wäre mit Cargo Bob? Ja. Oh, er hat einen Unfall gebaut, meine Chance. Oh, ich bin so ein fetter Brummer, der zu langsam ist, um zu wenden. Oh, scheiße. Dena, was hältst du von der Idee? Was für eine Idee? Die ist mir gerade spontan gekommen. Heli, also Cargo gegen Cargo. Mhm. Man darf sich nur gegenseitig mit Autos abwerfen. Das ist lustig. Aber, wollen wir das jetzt machen? Na, erstmal Weitwurf. Ich könnte in die Kommentare schreiben, ob das eine gute Idee ist. Oh, komm schon! Nein! Oh, den kann ich ja gar nicht bekommen, weil er da so scheiße steht. Oh, Arsch, Alter. Deiner fährt da wie vorne doof, weg. Mann. Ha? Dein Typ fährt da vorne weg? Nein, das ist der Mann. Der ist das, der hat sich beruhigt. Der Grüne? Ja. Ich hab. Oh. Mann! Der lacht ihm schon gerade. Nein! Fuck! Den brauche ich schon. Ich auch. Ich hab ihn! So! Du entkommst mir nicht. So. Vorsicht, nicht hoch! Da bin ich. So, jetzt kannst du. Okay. Also ab zur Linie. Ich würde sagen, man darf Anschwung nehmen, wie man will. Die Höhe, die wir jetzt haben, ist so in Ordnung, ne? Heißt ja, dass man bequem über die Laternen fliegen kann. Ja. So, ich lege jetzt einfach mal vor, ne? Mhm. Und hoppala, aus dem Weg, Dena! Mhm. Aus dem Weg! Fuck! Meine ist ins Wasser gesprungen! Bam! Oha! Er erzählt so weit, wie das Auto fliegt oder so weit, wie... Wo der erste Impact ist. Ich glaube, soweit es fliegt, ne? Okay. Guck mal! Da waren. Verkackt. Ja, ich glaube, das passt eigentlich, ne? Diese Strecke hier. Lass jetzt einen richtigen Wurf machen. Ich bin heiß drauf. Okay.
So, ich habe hier ein Auto. Guck mal, fährt noch. Oh Mann! Ich hasse das! Wieso willst du mir in das Auto? Das kann nicht sein. Mann! Aber steig in ein Heli, da kriegen die dich sowieso nicht. Scheiß Auto! Scheiß Auto! Das will niemand haben, das ist hässlich. Dena, in ein Heli! Das scheiß Auto will niemand haben. Schau her, Polizei. Das will niemand haben. Los. Da, siehst du, niemand will das haben. Oh, da ist die Polizei. Ja, ja. Versuch dir zu helfen. Oh nein, hol dir nicht auch noch einen Stern. Ich werfe die mit dem Auto ab. Die wissen nicht, wie ihnen geschieht. Attacke. Ich glaube, dafür kann man auch Sterne bekommen. Ja. Weiß ich nicht genau. Ich könnte es mir vorstellen. Auto werfen ist, glaube ich, verboten. So, ich fahre ein Paint Spray rein. Das ist kein Link-Fan-Game. Oh, ich bin größer als der Paint Spray. Das ist Stoff. Ich hätte gerne das Polizeiauto genommen, ganz ehrlich. Ja. So, ich nehme jetzt hier ein Auto. Und dann kann es auch schon losgehen, Dena. Hallo. Okay, er hat es, oder? Ja, endlich. Ich bin auch mit Sternen da. Soll ich mir schon ein Auto holen? Wenn du mir ein Auto willst, ja, egal, ob du Sterne hast oder nicht. Du hast hier nur 2 Sterne, oder? Ja. Ja, da kriegen die sowieso nicht mehr Luft. Ja, aber ich habe, die sind weg. So. Und diesmal, weil ich da den Testhof gemacht habe, musst du den richtigen vorlegen. Und ich gucke, ob du alles richtig machst. So. Wenn ich dir alles. Scheiße! Nein! Dieser Dena. Nein! Dieser Dena. Und jetzt guck dir das an. Mist. Alter, ist richtig sauber gelandet. Scheiße. Pick me up, pick me up. Pick me up. Nein, nicht so. Okay. Boah, da sind diese scheiß Volleyballnetze. Wehe, du kickst mich raus. Hinten einsteigen. Ja, ja. So, ich kenne dich. Nämlich, das sind die alten Tricks. Nee, ich steig vorne ein. Ich mache nicht. Und dann 2-3 Sekunden später fliege ich selber. Dann habe ich selber keine Fahrfähigkeit mehr. So, willkommen bei Galo Airlines, der sichersten Fluglinie in Los Santos. Ja, ja. Alter, diese Schrottlaube, ne, die ist ja schon mies am Röcheln, die kippt gleich weg. Ja, dein Flugzeug ist auch kaputt, dein Chopper da hier, Helikopter-Dings da. Chopper-Popper. Aber viele Leute haben sich ehrlich gesagt, obwohl wir die letzten Folgen richtig Müll gebaut haben, immer noch irgendwie so einen Müll gewünscht. Und bei GTA ist es ja gerade, man weiß nie, was passiert. So, ich hoffe, da kommen jetzt 2. Ja, Alter. Ich hab Shotgun, weil meiner ist ganz kaputt. Nein, mach den nicht ganz kaputt. Ist ja noch nicht mal einer. Okay, ich schub's einen runter. Oh, Kev, ich werd sterben, danke. Wieso springst du raus? Ihr habt geil deutlich platt gemacht. Ihr habt nichts damit zu tun. Du hast mich rausgeworfen. Ihr habt das genau gesehen. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Du hast mich rausgeworfen. Nein. Doch. Ich hab dir gesagt, sogar. Guck in den Chat, da stand da. Ihr habt dir explizit ins Gewissen geredet. Dena, bitte tu es nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Wow. Das war mit der flachen Hand. Ich hab gerade mit der flachen Hand getötet. Lolli ist so ein Einmal im Schlag ins Gesicht. Also eine Ohrfeige sozusagen. Einfach gestorben. Der war bestimmt schon angehittet, ich check das. Er hat bestimmt schon immer über die Straße gelaufen oder so. So. Lol, hier sind Shuttlebusse, Dena. Ja, es gab ein Update, vielleicht ist das deswegen so. Wir fördern Menschen. Viele? Keine Ahnung, ich habe jetzt auf jeden Fall diesen Airport-Shuttlebus da. Und da waren da Menschen drin oder nicht? Hä? Waren da Menschen drin oder nicht? Der war gleich hier, wie ich hier rausspringen. Bin hier erstmal ein bisschen zum Schaukeln. Einer ist da, bei mir spawnt es immer. Ich hab einen. Schaukel, Alter, das ist wie eine Schiffsschaukel. Wie ist es denn deiner weg? Wie meiner weg? Du hast gesagt, dass deiner, wieso bist du denn ausgestiegen aus deinem? Du hast gesagt, du bist jetzt bei einem Minibus. Ich bin nicht ausgestiegen. Achso, du hast den nur dran, so. Ich hab gesagt, ich nehme den mit. Aber guck mal, wie schwer der ist. Ja, ja. Ich sehe das. Dein Cargo? Ja. Den hier? What the fuck? Bams, dieser Amboss. Vorsicht, Alter, ich hab gar keine Power, um hochzukommen, siehst du das? Mhm. Flieg! Muss den, glaube ich, los, und der Fahrer chillt, der weiß ganz genau, dass er fett und dick ist. Mich runterdrückt, egal, ich werde jetzt mit dem hier den Punkt holen, Dena. Okay. Mit dem hier hole ich den Punkt, auch wenn ich nicht hochkomme. Alter, ich schaff's noch nicht mal über die Abgrenzung wahrscheinlich. Ja. Los, flieg hoch! Ja, guck mal, ein bisschen an Höhe gewinnt er. Bisschen an Höhe gewinnt er. Ich bin gerade fast eingeschlafen.
Ena, was ist los? Guck mal, er ist immer müde. Er ist auch heute wieder zu spät gekommen. Ich weiß nicht, wie viele Aufnahmen ich das sage, aber ich glaube, gab es überhaupt mal einen Termin, wo du pünktlich warst? Ja, ich war auch mal vor dir da manchmal. Wirklich. Mal. Aber ich bin häufiger später als du. Wie würde man bei Star Wars sagen? Aber Kevin, ich rede doch immer über die Gottlandwelt und dann fangen wir die Aufnahmen erst 5 Stunden später an. In einer lange vergessenen damaligen Zeit. Wir fangen auf einmal diese Star Wars Buchstaben so nach hinten zu gehen. So. Dann nimm dir ein Auto, dann können wir loslegen. Hab ich. Okay, du legst vor. Okay. Guck mal, ob du das auch regelst. Hä, wer gewinnt denn jetzt überhaupt und so? Wer das weiter wirft. Ja, aber ich meine, wie machen wir das mit Punkten und so? Was? Das ist nicht wahr! Zum Henker macht der Junge. Entschuldigung! Schon wieder gestorben, ne? Nee, aber das Auto unter mir! Ist einfach weggestorben, unter mir! Ja, ist klar. Nirgendwo gegengefahren. Genau wie er mich davor nicht geschlagen hat. Das ist einfach passiert. Ich habe gar nichts gesehen. Es ist einfach passiert. Es war keine Absicht, es ist passiert. Nimm es hin! Ich hole mir jetzt. Ich würde einfach sagen, jeder von uns hat 2 Würfe oder 3. Scheiße. Das, was am weitesten ist im Endeffekt, dass... Jeder hat wie viele Würfe? 3. Okay. Der im Endeffekt den weitesten hat, der gewinnt. Ah, okay. Und der von vorhin zählt schon oder nicht? Das war Probe, hast du selbst gesagt. Ach ja. Boah, die Sonne ist schön. Ich habe immer noch kein Auto. Ena, nimm parkende Autos, nimm mal die fahrenden Autos. Ja, no risk, no fun, das ist mein Motto. Warte hier die ganze Zeit. Ich kann mal schon eins. Was? Ich hab auch mein Laster abgeworfen. Erschreck mich nicht so, bitte. Arms, Alter, das hat gescheppert. Das hat ordentlich gescheppert. Vorsicht, ich weiß nicht, ob meiner gleich explodiert. Der hat gerade Feuer gespielt, wie ein Drache. Hallo. Oh, lässt auf dann. Keine Sorge, ich gehe nicht ran. Boah, kaum nehme ich wieder so viel Aufwand. Ich hab ich wieder Husten. Leben am Limit. Nein! Ena, der macht das absichtlich. Was? Wer? Ich? Ja. Nein! Ich mach doch nicht absichtlich Feuer oder sowas. Was? Absichtlich? Ja. Fliegst du tief wie ein... Nein! Nein. Okay, Kev, hallo. Ich bin bereit. Streich die ganze Zeit deinen Rücken. Wie wär's, wenn du mit... Kev, darf ich bitte schnell abwerfen? Nein. Ich hab das Gefühl, meiner stirbt gleich. Nein, du musst die ganze Zeit warten. Du musst auch die ganze Zeit warten. Aber meiner stirbt gleich. Du solltest ja sterben. Autos kriegen keinen Schaden, wenn du nirgendwo gegenfährst. Nein, mein Heli stirbt gleich. Du hast doch einen neuen Heli. Ja, aber der ist schon wieder kaputt. Dena. Oh, der ist echt kaputt. So, ich hab jetzt ein Auto. Du darfst werfen. Okay, mal sehen, ob ich noch schaffe oder sterbe. Okay, pass auf. Mein Heli, ich kann nichts dafür. Perfekt. Das war ein Schuss in den Ofen, ich muss nochmal. Wie nochmal? Ich hab nicht geworfen. Ja, nein, disqualifiziert. Nein! Natürlich, Olympische Spiele. Oh, ich bin umgeknickt. Wenn man dem Lauf abbricht. Ja, nee. Doch, ich glaube, das ist so auch bei den Olympischen Spielen. Du bist rübergeflogen übers Ziel. Nee, ich bin nicht über die Abschusslinie rübergeschwungen. Ja, das heißt, es zählt. Oh Gott, nein. Hast das liegt an mein Heli, weil der fast kaputt ist. Ena, komm, den einen schaffst du. Okay, einen schaffe ich. Hab ich noch nicht. Go, pass auf und ich leg los. Alles klar. Oh, er fliegt. Der war nicht weit rübergeflogen, ne? Nee. Ich hab's da drüber abgeworfen. Ja! Wow! Ja, das zählt! Meiner war weiter! Der zählt doch der, wo er liegen bleibt. Ja, und meiner ist weiter. Scheiße, meiner hat dich nach vorne geschubst, ne? Ja. Oh Mann, meiner hat dich eigentlich eingeholt. Wir machen das wie Bowl oder wie das Spiel heißt. Kennst du das? Ja. Mit den Kugeln. Einfach der am weitesten vorne ist, gewinnt, okay? Aber meiner ist die coolste. Das heißt, du bleibst jetzt hier, dass sie nicht die spawnen, okay? Ich will auch einen neuen Heli. Ja, nee, du bleibst da, damit die nicht die spawnen, okay? Und ich werfe wieder. Wir wissen doch, wo der war. Nein, weil damit die wieder abgeworfen werden und so, weißt du? Ja. Los, dann nimm dir einen Heli. Mein Heli. Ein Auto. Mein Heli ist eh zu kaputt. Wir müssen mit dem gleichen Heli machen. Ich warte hier neben, okay? Ja, dann mach ich zusammen. Werf ich jetzt was. Ja.
Nee, du wirfst halt ab. Ich stelle nur meinen Heli mal ab. Das ist nämlich, der ist echt kaputt. Ist du achtest drauf, dass du nicht despawnst und ich werfe. Na, hua. Ja. Ich habe wirklich das Gefühl, dass du weiter über die Linie geflogen bist als ich. Ich habe es ja gesehen. Na, ich bin vor der bei der Linie genau eigentlich abgeworfen. Bin mir ziemlich sicher, ja. Okay, ich warte hier, Kev. Gehen wir jetzt. Du kannst ihn jetzt abwerfen. Go! Wow! Oh! Ja, Kev. Er rollt noch! Aber meiner ist weiter. Meiner ist immer noch weiter. Oh, du Scheiße. Guck mal, wie knapp. Ja, meiner ist weiter. Ich glaube, ich habe mir echt das eigene Bein geschossen, als ich dein ein bisschen Anschwung gegeben habe aus Versehen. Mhm. Okay, komm, wir in den nächsten Wagen. Okay. Deiner ist bisher noch der weiteste. Steig hier an den Heli. Hast du sehr gut gemacht. High five. Nein. Oh, Kev, pass auf, dich nicht despawnen. Immer hingucken. Ich habe voll Angst, dass Sachen despawnen. Da muss man immer einen Blick bewahren. Blätter auf den vordersten. Wenn du einmal kurz von ihm wegguckst, dann zack, boom, despawnen ja einfach. Ich kenne das so. Bei GTA. Blätter auf den vordersten und jetzt Attacke. In der Zeit kann ich auch ganz entspannt was trinken. Ich habe jetzt Zeit. Genau, komm schon. Ja, ja. Wah. Oh ja, ja, where? Ah, die dicke Abrissbirne, die weiße? Ah, nö. Doch, komm schon, traurig. Nee, nee. Ich nehme lieber das kleine Orange. Ich bin auch gerade ich hoffe. Hab ich nichts mehr zu tun? Guck dir diesen Jungen an. Eigentlich sollte die Challenge wieder an mich gehen. Wie schafft er es, zwei Helis in Sand zu setzen, wo bei mir noch alles in Ordnung war? Kev, keine Sorge, bleib genau da, wo du bist, okay? Nein. Doch, wir nehmen den anderen Heli einfach. Dieser Dena. Hier sind Feuerwehrmänner. Irgendwo muss ein Feuerwehrwagen sein. Dena, los, komm schon. Ja, ich werde verfolgt. Wo, von wem? Ja, irgend so ein komischer Typ, den ich aus Versehen in den Bauch geboxt habe, als ich vorbeigelaufen bin. Ja, aus. Oh yeah, das gefällt mir, Dena. Guck mich mal an. Hä? Was machst du da? Das mach ich auch mal zu Hause. Ja, kann ich mir vorstellen, Kev, sein Zimmer steht den ganzen Tag. Geilo, 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 geilo. Geilo, Mann, wenn ich fertig bin, dann geilo, Matik. Hallo, Prostituierte. Hallo, na? Dena, jetzt steig ich ein. Ich warte die ganze Zeit. Das ist mein Heli. Kannst du. Wow! Alter Schwede! Jetzt mach endlich! Naja. Ich warte die ganze Zeit auf dich. Kev, Mann, du hast mich voll zerstört, Mann, ja? Die wäre voll bereit gewesen, alles zu tun. Gegen Geld, zumindest. Ja, Dena, lass mich raten, hat dich geliebt? Ja. Gegen Geld hat sie dich geliebt. So, oh Kev, ich hab das reicht nicht mal lange mit dem Ding hier. Such dir schnell ein Auto. Oh scheiße, da kommt Polizei. Wegen dir? Was hast du bloß gemacht, Kev? Er hat die Nutte getötet. Hörst du jetzt Polizisten? Ja, so, wirf endlich ab! Boah, ja, Kev, ich kann nichts machen. Der Heli geht von selbst runter. Wirst gleich sehen, wenn du fährst. Heli ist in Top-Zustand. Kaum gebraucht eBay verkaufen. Jetzt mach endlich. Der Heli ist immer vor dem Chef im Geschäft. Jetzt mach schnell, damit ich schnell in den Heli kann. Ja, das ist nicht leicht. Das ist ein Motorschaden. Oh, jetzt hab ich ihn. Ein Motorschaden! Und immer wenn er Motorschaden hat, geht er wieder ab. Oh, gerade so geschafft. Okay, Kev, ich mach das sofort. Ich gebe den Tipp, immer schön hochfliegen, weil der nächste Motorschaden kommt bestimmt. Okay, Kev, er kommt. Yo! Scheiße, ich muss weg! Oh, Kev, oh! Nee, der war nicht weiter. Der war nicht weiter, der hat auch nichts gemacht, aber der gibt mir jetzt guten Feuerschutz hier. Okay, Kev, ich lande, dass du raufgehen kannst. Und dann, wenn ich lande, dann fliege ich weg. Erstmal. Mhm. Hier, Kev. Kev, lande komm. Ihn! Hilfe! Ja, komm. Genau. Schnell aussteigen. Rein da! Scheiße, die Bullen! Ich halte sie auf! Nicht schießen! Nein, nicht schießen! Alles wird gut! Stopp! Hol dir keine Sterne, Dina. Hol dir bloß keine Sterne. Nein. Ja, das ist doch echt, der ist doch völlig. Hör auf zu schießen! Der ist sogar besser. Warum schießt du? Nein! Nicht schießen! Dena, dieser Heli ist sogar besser als mein alter Heli. Nein, ist er nicht. Du wirst sehen, gleich hast du einen Motorschaden, dann sackst du wieder ab. Ja, das war alles kein Thema. Kein Ding für einen King, sagt er.
Also irgendwie weiß ich nicht, woher ich die Autos nehmen soll. Ich glaube, mein Auto fährt sogar noch. Dena, okay, du hältst jetzt da die Wache, ne? Ja, ja. Gute Musik. Nein, Motorschaden, genau jetzt! Ja, siehst du, ich sag doch! So leicht ist das nicht. War nur eine Verarsche, alles in bester Ordnung. Er hat das sogar... Vorsicht! Wow! Was ist das für ein Kamikaze-Bulle? Ja. Ich schleiche doch schon in den Rücken. Na, du bist zu tief gewesen. Oh, ja, ich hab den Bullen! Nice! Ey, wenn die wegfahren, dann zählt das. Du musst in die richtige Richtung fahren. Dann hättest du gewonnen. Los, komm schon, die werfe ich jetzt. Weh, die springen raus, Alter. Wehe. Meiner ist runtergesprungen im Auto bei diesem Testsprung, ne? Als er über dem Wasser war. Und es geht ab. Okay. Upp. Oh, scheiße, lieber raus. Oh mein Gott! Ja, vorne ist krass! Scheiße! Der Polizei. Aber meiner! Oh, meiner ist auch noch mal weiter nach vorne, aber deiner ist der weiteste. Ist beim Tennisplatz, Alter, was war das denn? Der war schon fresh, muss man sagen. Explodieren alle meine und deine einfach mal nicht. Du bist höher. Also was zum Henker soll ich denn machen? Nicht so schnell runter! Wow. Was zum Henker soll ich denn jetzt machen gegen die Bullen? Keine Ahnung. Flieg, auf jeden Fall musst du aufpassen, dass die Sachen hier nicht spawnen. Ja, Entschuldigung, ich muss erst mal schauen, dass ich überhaupt überlebe. Entschuldigung, dass ich geboren bin, ey. Okay, so. Warte, ich komm zu dem Auto. Mhm. Lauf schon mal zum Heli, mach schnell. Du hast schnell noch einen Wurf, oder? Entschuldigung, musst du kurz was hier machen. Ja, du hast noch einen Wurf, ich resigniere von meinem Wurf. Ja. Mach schnell, 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 schnell. Behalt die Autos im Auge. Aua. Nein, oh nein. Scheiße, nicht, dass die Sachen jetzt nicht spawnen. Guck dir das Auto an, guck dir das Auto an. Ah, ich guck das Auto an. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich anschaue. Ich glaub nicht, weil das Auto brennt. Okay. Autos, die spawnen, sehen nicht mehr. Oh. Ah. Okay, ganz in den Heli steigen. Ja, mach ich. Bin beim Auto. Also ich könnte... Nee, genau, ich bin beim Auto alles bestens. Ich steige auf die Karosse. So, jetzt kannst du nicht despawnen. Ich werfe auch eine Polizei. Geil! Scheiße, ich hab wieder einen Stern, weil du einen hast. Hä? Ich hab keinen Stern. Ich hatte noch gar keinen Stern. Ich hab einen Stern bekommen, wo ich nichts gemacht hab. Pass auf, Kev, der kommt. Ich komme. Ja. Ich bin schnell. Oh, ich war viel zu tief. Haha. Dein Heli ist noch nicht mal weiter als meine Polizei. Oh, Scheiße. Ja, jetzt ist egal, ob du noch wirfst oder nicht. Du hast die Challenge gewonnen. Du kannst ja nicht mehr. Ich glaube, ich habe wirklich die Challenge gewonnen. Auch mehr als verdient, nachdem man zwei Helis ins Sand gesetzt hat, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall weitere Challenge-Vorschläge. Ich habe jetzt ein bisschen geforstet. In der letzten Zeit wart ihr wieder mehr als aktiv. Und so muss das sein. Genau, solche Challenge-Vorschläge wünschen wir uns. Vielleicht welche, wo nicht so eiskalter Wettbewerb ist, sondern wir auch ein bisschen Spaß haben können bei der Sache. Ich fand die letzten beiden Challenges beide richtig cool. Über die Straße gehen und das hier fand ich richtig witzig. Darum danke für solche Vorschläge, packt uns weiter in die Kommentare. Oh, Kev, du musst nicht alle Menschen töten, die sind doch, vielleicht haben die auch Familie. Nein. Und Leute, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Schaut natürlich auch bei Dena vorbei. Link wie immer in der Beschreibung. Nicht vergessen, jeden Samstag Livestream und sucht noch die Ostereier für die Osteraktion gerade. Und ansonsten, Dena, du hast das nächste Wort. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Kev vorbei. Wir nehmen beide immer alles auf und er hat immer seine Osteraktion, wo er überall Eier in den Videos versteckt hat. Irgendwie so, ne? Richtig. Also, wenn ihr was kann man da gewinnen? Fankarten. Fankarten kann man da gewinnen, also packt euch das Ganze, schaut es mal an auf Kevs, wow, auf Kevs Kanal, falls ihr es noch nicht kennt. Dann war es für heute die Folge, vielen Dank fürs Zuschauen, drückt den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, damit wir auch wissen, welche Challenges cool sind und welche nicht so. Und das war es für die heutige Folge, vielen Dank fürs Zuschauen und räumt nichts nochmal, ciao.